dem Konzert unseres Chores der Lorenzo-Schule nochmal ein herzliches Dankeschön. Ihr habt sozusagen die ehemalige Wartehalle des Bahnhofs zur Veranstaltungshalle kurz umfunktioniert heute. Ja. Ganz toll, also ich glaube, da können wir anknüpfen. Wir haben gegenwärtig folgenden Stand erreicht hier am Bahnhof. Wir wollen bis Mitte August die letzten Abstimmungen mit den Trägern öffentlicher Belange hergestellt haben. Das heißt also insbesondere mit der Denkmalfachbehörde und wollen dann die Bauantragsunterlagen vervollständigen und abschließend dann einreichen zur Baugenehmigung. Wenn wir uns jetzt mal so vorstellen, alles was in diese Richtung geht, hinter dieser Wand, das wird einer der ersten Abschnitte sein, nämlich diese Räumlichkeiten herzurichten für unsere Selbsthilfegruppen, für das Eltern-Kind-Zentrum, für Kontaktstelle, für das Büro des Quartiersmanagements. Das soll unsererseits als erstes realisiert werden. Natürlich wird es maßgeblich davon bestimmt, wie viel Geld vom Land und vom Bund bewilligt werden und in welchen Jahren welche Kassenmittel zur Verfügung stehen werden. Auch das ist maßgeblich für den Fortgang unseres Projektes. Presse, persönliche Einladungen bis hin zu Austragen, Handzetteln, ja, die ich in die Briefkästen noch gestern verteilt habe, bis gestern noch verteilt habe. Das war uns wichtig, dass wir wirklich heute klar sagen können, was passiert denn hier eigentlich? Und es, der Renner war 11, 12 Mal, also ich habe so viele Striche dann immer gemacht, war Kaffee. Also steht auch in der Reihenfolge, wie oft es genannt wurde. Also Kaffee, Restaurant, da haben wir auch in eigenen Gesprächen schon mit Bürgern der Stadt, wo ich dann selber hier in der Stadt unterwegs war. Ja, die wünschen sich natürlich einen Kaffee, aber auch ein Restaurant. Also es muss nicht unbedingt ein Steak-Restaurant sein. Die letzte Idee war, man muss einfach mal ein Kotelett oder ein Schnitzel essen können. Ne? So, das war die letzte Aussage, die ich bei einem Gespräch habe. Hier so eingeschlagen hat. Zur Vorgeschichte nochmal, die Stadt war ja seit, ich glaube, 15 Jahren bestrebt, eigentlich den Bereich zwischen Bahnhof und Altstadt in das bestehende Sanierungsgebiet aufzunehmen und ist leider immer bei den Bewilligungsbehörden nicht auf offene Ohren gestoßen. Und es war eigentlich zwar anerkannt von Seiten des Landes, dass hier was geschehen muss am Bahnhof, aber die Aufnahme ins Förderprogramm war immer strittig und ist immer abgelehnt. Insofern fand ich das von der Stadt sehr, ich sag mal, vorwärtsführend, dass sie sich gesagt hat, na wenn dann die Förderung nicht kommt, machen wir trotzdem eins, wir sichern uns das Bahnhofsgebäude. Wir haben eine Vorausinformation, die so aussieht, dass wir in den Jahren 2018 bis 2020 1,2 Millionen inklusive städtischen Mitleistungsanteil bekommen. Das heißt, wir haben zurzeit 450.000 Euro plus 1,2 Millionen, 1,65 Millionen Euro als Mittel, die im Programm Soziale Stadt eingesetzt werden. Dazu muss man natürlich wissen, auch das Quartiersmanagement verursacht Kosten, die müssen wir da ein bisschen abrechnen, sodass wir all in allem ungefähr 1,4 Millionen maximal zur Verfügung haben in den Jahren bis 2020, nach derzeitigem Stand, die hier im Bahnhof schwerpunktmäßig eingesetzt werden sollen. Die Kostenschätzung des Architekten für alles, was sie sich hier im Bahnhof wünschen und was im Konzept drin ist, nämlich Ausbau der schon angesprochenen Flächen hier für die Bürger und für die Selbsthilfegruppen, Gaststätte, vielleicht Fahrradabstellerei, öffentliches WC, Dachgeschoss gar nicht ausgebaut, kostet voraussichtlich nach Kostenschätzung 2,9 Millionen. Voraussichtlicher Baubeginn Ende 2017. Ich habe mich sehr schwer getan, das zu formulieren, weil wir außer der Finanzierungsproblematik, die ich hier schon ausgiebig angesprochen habe, noch eine zweite Problematik haben.
jetzt Mann über